Herr Vogt, kommen Sie noch rein. Jetzt sind wir hier im Weingut in Stetten und wir machen jetzt mal den Weg rückwärts von den fertig verpackten Flaschen, von den Kartons und schauen dann mal noch im Keller runter. Und das ist sozusagen das Lager auch gleich. Das ist unser Flaschenlager, genau. Und hier weiter hinten ist meine Mutter beschäftigt mit dem Postversand, mit den Paketen, mit den Poststellen. Der Dr. Schäfer. Bitte mal. Das ist sie. Sediment getrennt worden und bekommen dann etwas Hefe und gären dann ja fröhlich frostig hin. Man hört relativ wenig. Die Gärung läuft bei uns recht gezügelt ab durch die Temperatursteuerung. Und ich würde einfach jetzt mal Ihnen einen kleinen Rundgang zeigen, was denn schon so in den Fässern ist. Ich würde Ihnen mal ein Gläschen zum Probieren geben vom 2020er Jahrgang. An sich ist es hier relativ unspektakulär. Es reifen in den Edelstahltanks unsere Weißweine und unsere Roséweine und in den Holzfässern dann eben die Rotweine. Holzfässer sind zum Teil aus Großvaterszeit noch. Wenn man die ordentlich pflegt, kann man die sehr lange verwenden. Haben aber auch ein paar neue Fässer in den letzten Jahren dazu bekommen. An sich arbeiten wir gern mit den Stückfässern, mit den großen Fässern. Hier zum Beispiel reift der Cabertin drin, der auch im Weinpaket mit dabei ist. In diesem großen Holzfass, das gibt einfach einen recht runden und weichen Charakter. Wir haben hier noch die kleineren Fässer, das ist das 600 Liter Fass oder daneben der 500 Liter Tonneau. Das sind im Prinzip doppelte Barrique-Fässer von der Menge her. Also Barrique-Fass hat 225 Liter, das sind jetzt 500, also doppeltes Barrique-Fass. Hat für uns optimale Verbindung, also von der Größe her, von der Oberfläche vom Holz zum Verhältnis zum Wein. Also Barrique an sich ist für unsere Weine, die ja von der Frucht leben und vom Aroma fast zu intensiv. Dann würde das Holz den Wein regelrecht erschlagen. Machen wir nur in ausgewählten Jahrgängen mit sehr kräftigen Weinen. Ansonsten arbeiten wir gerne mit den 500 Liter Tonneaus oder dann auch mit den größeren. So, und jetzt habe ich mir zum Probieren was Besonderes rausgesucht. Thema Rosé haben wir ja auch mit im Paket drin. Rosé ist ein bisschen mein Mann seine Spezialität. Hat angefangen mit einem Trollisecco, mit einem hellgekelterten Trollinger, der ein bisschen eher ein modischer Wein ist, im Gegensatz zu den klassischen Viertelesweine. Hat er aus dem Trollinger ihn als Bleu de Noir, also hell gekeltert, und hat dann das Ganze verperlt für unseren Trollisecco. Und das wäre dann hier im hinteren Tank jetzt schon mit der Gärung fertig. Was wir jetzt mal probieren wollen, ist ein Merlot Rosé. Für unseren Arctic ist der dabei, ein sehr aromatischer Rosé. Und der müsste noch ein bisschen mit der Gärung beschäftigt sein. Er sieht, der blubbert noch etwas. Ist ein sieht jetzt noch gar nicht so Rosé aus. Ja, der ist relativ hell. Das kann man sich so vorstellen. Schön. Schmeckt jetzt auch sehr unruhig noch, also der Wein macht die Gärung, das heißt es entsteht CO2, das Ganze blubbert, es ist in Bewegung an sich. Bei uns geht die Gärung sehr langsam, da die Temperatur kühl ist, also ist durch Temperatur geregelt, aus dem Hintergrund, dass wir das Aroma im Wein behalten wollen und nicht mit dem CO2 aus dem Tank entweichen lassen wollen. Daher kühle, gedrosselte Gärung über mehrere Wochen, dass das Aroma, das Fruchtige im Wein bleibt. Merlot ist eine sehr aromatische Rebsorte und als Rosé dann ausgebaut. Man sieht es jetzt noch nicht als Rosé. Ja. Der klärt sich aber jetzt noch. Also da ist jetzt noch Hefe dabei und die Hefe, die sedimentiert dann am Tankboden und dann wird oben das Klare abgezogen. Und dann reift der Wein ja auch noch über mehrere Monate nach und dabei wird er immer heller. Also wenn Sie einen kräftigen Rotwein im Glas haben, dann ist er bei uns im Tank eigentlich tiefdunkel. Können wir nachher mal gern mal ein Holzfass probieren. Wenn Sie nachher einen schönen Rotwein wollen, dann muss der schon richtig Farbstoffe aus dem Weinberg mitbringen. Also das sieht schon, wenn man so ein bisschen ins Licht hält, der wird richtig schön, wird der richtig. Also wie der Arctic, der leuchtet ja auch so. Der wird schon noch viel, viel heller, weil da ist halt noch die ganzen Hefe mit drauf. Das ist Trollinger Cuvée, ja. Genau. Und dieses Jahr kommt dann auch mit dazu.
Ja, und das ist die Temperaturregelung? Ja, genau, 14 Grad. 14 Grad minus 15,5 ist die Zielmarke, oder? Da verrückt es uns dann so wieder her. Unsere Haupttätigkeit hier im Keller ist eigentlich die Reinigung, das Putzen. Und das würde ich jetzt einfach mal kurz zeigen, weil das so da, also ich würde sagen, immer zwei Drittel ist Putzarbeiten und ein Drittel ist dann das Weinmachen. Also das heißt, wenn wir jetzt den Wein von einem ins andere fassen möchten oder von einem Tank in einen anderen Tank, müssen wir vorher erstmal zwei Stunden putzen, dass alles sauber ist und dann kann man erst mit dem Wein machen, anfangen mit dem Umfüllen. Und so geht es eigentlich das ganze Jahr. Wenn wir abfüllen wollen, müssen wir vorher die Abfüllanlage gut reinigen. Oder wenn wir filtrieren wollen, müssen wir vorher den Filter wässern und putzen. Ja, das ist einfach die Haupttätigkeit. Und was jetzt gerade nach der Weinlese ansteht, ist einfach auch so ein bisschen die Kellerhygiene. Wir gucken, dass die Wände und auch vor allem der Boden ordentlich dann sind, weil es ja, sollte ja schon hygienisch zugehen. Und dazu haben wir eine spezielle Maschine, die bringe ich mal vor. Auch ein schwäbisches Fabrikat. Ja, nicht weit von hier. Wir haben verschiedene Firmen natürlich bei uns hier mit im Einsatz. Im Weinbereich kommen einige Sachen aus Frankreich oder aus Italien. Da muss man aber gleich dazu sagen, da ist mein Mann immer mit Optimieren beschäftigt, denn er baut dann an jeder Maschine noch so ein schwäbisches Tüftlergerät mit ein oder eine Optimierung, dass es besser funktioniert. Aber es gibt da auch ein paar Maschinen oder Hersteller, mit denen sind wir auch natürlich sehr zufrieden und die sind auch lange bei uns im Einsatz. Im Weinberg draußen haben wir die Holder- oder Fendt-Maschinen, die bei uns laufen und für den Rebschnitt oder auch bei den Rückschneidearbeiten werden einige Geräte der Firma Still verwendet. Hier im Keller zum Putzen, klar, wie soll das anders sein? Wir kerchern natürlich auch bei uns. Das soll ich sagen. Das wäre nämlich super. Das soll ich sagen. Ich bin ja so stolz auf meine Ingenieurin. Sie war ja der Letzte bei euch, wo einen Ingenieurtitel hat, weil... Diplom-Ingenieurin, genau. Diplom-Ingenieurin, weil hernach gibt es ja bloß noch Bachelor und Master. Also, meine lieben Herrschaften, ich packe euch jetzt euer Paket exklusiv für den VDI zu Weihnachten. Es kommt heute rein ein Weißwein-Cuvée. Einen Sauvignon Blanc, einen Arctic Rosé, einen Cabertin, was ganz Schönes, und zuletzt einen Spätburgunder. Ich wünsche allen Mitgliedern vom VDI, von unserer Großfamilie, alles Gute, bleibt gesund und schöne Weihnachten.